In diesem Video geht es um die besten Bohrmaschinen. Das Gütezeichen in dem Bohrmaschinetest geht an die Makita HP1631KX3. Die Profi-Schlagbohrmaschine ist für den universellen Einsatz mit hoher Bohrleistung geeignet. Die Maschine ist für Schlagbohren in Ziegel- oder Kalksandstein sowie für Bohren in Holz, Metall, Keramik oder Kunststoff vorgesehen. Der starke 710 Watt Motor mit hohen Leistungsreserven sorgt für eine Bohrleistung von 16 mm in Mauerwerk und 30 mm in Holz. Eine drehbare Kohlebürstenbrücke sorgt ebenfalls für eine optimierte Leistungsausbeute im Rechts- als auch im Linkslauf. Die Schlagbohrmaschine zeichnet sich außerdem durch eine geringe Vibration aus. Das Arbeiten mit dem Schlagbohrer ist aufgrund des ergonomischen und gummierten Griffs sehr angenehm. Der mitgelieferte Seitengriff sorgt für eine bestmögliche Kontrolle über die Maschine. Zudem sorgt das angenehme Gewicht von 2 kg dafür, dass auch längeres Arbeiten problemlos möglich ist. Der Schlagbohrer HP1631 kann mit oder ohne Schlagfunktion verwendet werden. Dies lässt sich mit Hilfe eines Schalters nach Wunsch einstellen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die zweite Wahl ist der Bosch Universal Compact 800. Die kompakte Universal Compact 800 ist der Allrounder unter den Schlagbohrmaschinen. Mit ihr werden Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Stahl und Beton zum Kinderspiel. Dies bewerkstelligt der 800 Watt starke Motor mit Constant Elektronik, der auch bei hohen Kraftanforderungen stets eine gleichbleibende Leistung sicherstellt. Zudem sorgt die Funktion Kickback Control für mehr Sicherheit beim Bohren. Die kompakte Universal Compact 800 erleichtert Heimwerkern Bohrarbeiten mit großen Durchmessern in Beton, Holz und Stahl. Die Schlagbohrmaschine Universal Compact 800 ist mit einem langen Zusatzhandgriff ausgestattet. Dieser sorgt beim Bohren für eine sichere Handhabung und erleichtert das Führen der Maschine sowohl beim Fertigen tiefer Löcher als auch beim Arbeiten mit großen Schrauben. Mit der Universal Compact 800 besitzen Sie eine vielseitig einsetzbare Schlagbohrmaschine für Haus und Garten. Erkennt der integrierte Sensor ein plötzliches Blockieren während des Arbeitsvorgangs, schaltet der Motor innerhalb eines Sekundenbruchteils ab. Das Sparprodukt in dem Bohrmaschinetest ist die Bosch GSB 13 RE. Die GSB 13 RE Professional wird mit einem umfangreichen Zubehör ausgeliefert. Dazu zählen unter anderem ein zusätzlicher Handgriff und ein Tiefenanschlag. Auch die technischen Daten der GSB 13 RE Professional überzeugen. Bei einer Nennaufnahmeleistung von 600 Watt stellt die Maschine von Bosch Professional eine Abgabeleistung von 301 Watt zur Verfügung. Die Leerlaufzahl beträgt 0 bis 2800 Umdrehungen pro Minute, die Schlagzahl 0 bis 448.001 pro Minute. Damit ist die Maschine für einen maximalen Bohrdurchmesser von 13 mm in Beton, 15 mm in Mauerwerk und 25 mm in Holz ausgelegt. Das Metall-Schnellspannbohrfutter der GSB 13 RE Professional kann für Bohrerdurchmesser von 1,5 bis 13 mm genutzt werden. Ein Vorteil der GSB 13 RE ist, dass sie immer gut in der Hand liegt, auch bei Einhandbedienung. Für das komfortable Handling sorgt zum einen der Softgrip am Handgriff. Er stellt sicher, dass die Schlagbohrmaschine auch bei komplizierten Arbeiten unter schwierigen Bedingungen nicht aus der Hand rutscht. Zudem ist die Schlagbohrmaschine optimal ausbalanciert. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.